Bisschen der Schnauble ist schon kleiner geworden, interessant. Moment, wo drehe ich, dass es nicht kaputt geht? Ich drehe und sie niest. Oder war es an ihr? Ich weiß nicht. Es tut mir leid, dass ich dich als deine Frau dargestellt habe. Du hast eine super Nacht, wirklich. So, jetzt aber ernst. Ich habe euch eine Warnung mitgebracht. Das ist ein Zeitzeugenbericht aus meinem Leben. Denn ich habe nicht nur Spaß erlebt und Blödsinn, ich habe auch ernste Seiten erlebt. Ich habe nämlich mal, bevor ich Student wurde und dann am Arbeiten bin, habe ich was anderes gemacht und darüber geht mein Text. Und das ist eine zweite Version dieses Textes, denn der erste war viel zu harmlos. Deswegen heißt dieser Text einfach nur mein Zoobesuch Version 2.0. Und er beginnt mit einer kleinen theatralische Aufführung, sagen wir mal eine Theateraufführung zu beschreiben, das ist total Schwachsinn. Es beginnt mit einer kleinen Theateraufführung. Sie finden mich, keine drin, keine Chance, keine Hoffnung, sie sind gekommen, um mich zu holen, ich höre ihre Schritte, wie sagte Gandalf immer, flieh ihr Narren, ich habe nicht auf Gandalf gehört. Uncle Toby. Diese Stimmen, dieses Geplärre, ich kaure mich an den Wandschrank zusammen, die Schritte kommen näher, sie stoppen. Kratzen an der Tür. Ich schrecke auf, die Tür öffnet sich mit einem Knarzen und grelles Licht tritt hinein und blendet mich. Ich sehe es nicht, doch ich höre es. Wir haben dich gefunden. Ich bin verloren. Zeitsprung, ein paar Tage vorher. Heute beginnt mein Praktikum im örtlichen Kindergarten. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich darauf eingelassen habe. Sieht halt gut im Lebenslauf aus und darauf kommt es an. Sogenannte Soft Skills, immer gern gesehen. Aber Kinder, Blagen, Belger, Zwerge, Urquell allen Übels, Kinder sind mir suspekt, ich mag die nicht. Da ist mal nichts Gutes dran. Okay, aerodynamisch und von der Körpergröße her prima Wurfgeschosse, aber man bekommt ja nie einzeln zu fassen. Die halten sich zum Großteil nur im Rudel auf, rennen um dich herum, schreien, lachen und verwirren ein. Das ist wie mit diesen Schwarmfischen. Wenn die losliegen, sieht so ein Hai aber mal kein Land mehr, aber sowas von nicht. Nur die Viecher haben die Technik an Land perfektioniert. Rennen, brüllen und stoßen nicht, bis du umkippst. Und dann wird Onkel Tobi ordentlich als Hüpfpuppen missbraucht. Na toll. Aber ich sollte unvoreingenommen anfangen. Aber wie denn, wenn man der Wolfsgruppe zugeordnet wird? Zur Erklärung, im großen Sektenzirkel der Kindergärten Deutschlands wird jedes Bataillon Kinder in eine entsprechende Gruppierung gedrängt. Bärengruppe, Schildkrötengruppe und nicht zu vergessen die überaus gefährliche Gänseblümchengruppe. Wir Deutschen haben einfach was über für Gruppenbildung. So schlimm ist er auch nicht. Kennenlernrunde. Ich stelle mich einen als Tobi vor. Hallo? Die kleinen Wesen schauen mich mit großen Augen und ohne mir zu verziehen an. Lange. Ich habe mal gehört, Kinder spüren deine Furcht und riechen deinen Angstschweiß. Und ich möchte weg, weit weg. Dann erfahre ich auch, dass die Kinder solch wunderbare Namen tragen wie Joanne Alexander, Chantale Cindy, Benjamin Ernesto und Peter. Arme Wesen, sie könnten einem fast leid, aber nur fast. Ich habe etwas beobachtet, schon früh. Scheinbar gibt es ein Klassensystem unter den Kindern. Die schlimmsten sind die Special Forces Kinder. Die tauchen urplötzlich auf, schmeißen sich an deine Beine und lassen nie mehr los. Stolpergefahr inklusive. Die Sirene heult auf Knopfdruck los. Der Stinker benötigt keine Erklärung. Und vor dem seit 3 Stunden lethargisch am Schmusetuch Nuckelkind habe ich am meisten Angst. Der ist unberechenbar mit seinem leeren Blick. Malstunde. Der Praktikant hat die Anweisung, mit den kleinen Terroristenbildern mit Fingerfarben zu malen. Er dient nun seit über 1,5 Stunden den beiden Blagen Kevin und Svenja als lebendiges Kunstwerk. Mein Gesicht ist blau. Neongelbe Farbe läuft mir in die Hose und meine Schuhe wurden im modischen Rotzgrün bepinselt. Ich würde mich am liebsten der Schrei nennen, da mein Mund aber von der 3 Meter dicken Farbschicht zugeklebt ist, heißt ich ab sofort nur noch Praktikant im modisch desorientierten Farbverlauf oder wie die Kinder mich nennen, bah! Essenszeit.
Raubtierfütterung würde wohl besser passen. Die Kinder haben auf dem Miniaturmöbel von Ikea Platz genommen. Von oben werfen die Pfleger nun rohes Fleisch ins Gehege und eine Ziege wird mit einem Seil hinabgelassen. Die hungrige Meute reißt arme Tiere in Stücken und verspeist unter lautem Gegrunze. Nom, nom, nom. Zumindest in meinem Kopf. Es gab dann auch nur Tomatensalat und Chicken Nuggets. Trotzdem wird dieses Fest mit hörbarem Schmatzen, Schreien und mit Fingerfarben vernichtet. Ehrfürchtig nuckel ich an meinem orangen Tetrapack. Ich bin definitiv nicht das Alpha-Tier hier. Notizen eigener Sache. Kinder sind gruselig. Die gucken einen immer mit diesem Blick an. Ich male jetzt ein Bild von einer Giraffe und dann steche ich dich ab zusammen. Das kann man beobachten. Lesestunde, ich lebe noch. Uwe Alexandro soll eine Geschichte vorgelesen werden. Ich schlage ihm Kafka der Prozess vor. Er schlägt Benjamin Blümchen der Bananendieb vor. Ich sage ihm, die Grundthematik ist jetzt nicht ganz so weit auseinander, da könnten wir auch lieber Kafka lesen. Aber er wirft sich nur auf den Boden, strampelt mit den Beinen, schreit heullaut dabei. Und ich kapituliere einfach. Er hat die bessere Diskussionsgrundlage. Aber wen es interessiert, es war übrigens der Affe, der die Bananen gestohlen hat. Wer hätte es gedacht? Draußenzeit. Die Raubtiere werden ins Freiluftgehege geführt. Ich soll mit ihnen spielen und komme mir erneut wie eine Köderziege vor. Nur dass kein Seil um mich gebunden ist. So jagt mich das Wolfsrudel durch ihr Gehege und hat sichtlich Spaß dabei. Noch kann ich ihnen kommen, doch irgendwann vergesse ich für eine Nanosekunde, dass ich ja 2 Meter groß bin und hänge plötzlich im Klettergerüst fest. Die Kinder finden das lustig, ich nicht. Einschub, überlebenden Tagebuch, Eintrag 24. Ich hänge immer noch in meinem Holzgefängnis fest und werde von einem Kind mit dem Namen Pierre Alexander täglich mit Sandkuchen gefüttert. An guten Tagen gibt es noch Matschplätze und Gänseblümchensalat dazu. Aber an schlechten Tagen möchte ich nie drüber reden. Ich vermisse mein altes Leben, aber vor allem spüre ich meine Beine nicht mehr. Feierabend. Der Tag neigt sich dem Ende. Die kleinen Monster gehen nach Hause und ich lebe scheinbar noch. Ich sitze völlig fertig auf einer Brücke neben dem Kindergarten und trinke ein Bier. Plötzlich setzt sich mein Vorgesetzter Andreas neben mich und lächelt. Weißt du, der Job, der kann wirklich anstrengend sein, aber die Kinder, die schenken einem so viel Liebe und Wärme, dann nimmt man auch sowas gerne in Kauf, oder Tobi, oder? Also bis heute weiß niemand, wie Andreas einfach so die Brücke runtergefallen ist. War es der Wind? War es Schicksal oder war es die Hand Gottes? Dankeschön.